bei euch? Nico, herzlichen Glückwunsch. Sieg im TVB, du hast ein Weilchen pausiert, jetzt bist du zurück und gleich 4 Tore, deine ersten in der Bundesliga. Wie fühlt sich das an? Ja, momentan echt noch ziemlich unbeschreiblich. Ich bin heute echt gut ins Spiel reingekommen, mit dem ersten Treffer, glaube ich, beim zweiten oder dritten Angriff. Und dass dann noch so viele direkt danach folgen, hätte ich auch nicht erwartet. Was haben deine Mannschaftskollegen dann zu dir gesagt, weil so ein erstes Bundesliga-Tor ist ja schon was Besonderes? Also ich glaube, man hat allen angesehen, dass sie sich auf jeden Fall mit mir gefreut haben, weil ich in den letzten Partien nicht so viel Glück hatte mit den Würfen. Aber heute, alle haben sich mit mir gefreut und haben mir echt gratuliert dazu. Das Spiel an sich, die Entwicklung ist sehr positiv aktuell beim TVB. Wohin kann jetzt die Reise gehen? Also wir müssen erstmal gucken, dass wir vom weit, weit weg vom Abstiegskampf kommen. Aber dafür sind wir auf einem echt guten Weg. Jetzt auch heute mit dem Sieg wieder platzieren wir uns immer weiter weg vom Schlusslicht. Von daher sind wir auf einem sehr guten Weg. Vielleicht noch ein Satz. Du hast die zweite Halbzeit von außen gesehen. Da war mehr möglich eigentlich, oder? Das Ergebnis ist fast zu knapp. Ja, auf jeden Fall. Also gerade am Ende haben wir nochmal zu viele Fehlwürfe gehabt. Technische Fehler, die wir normalerweise nicht machen, die müssen wir minimieren. Aber ansonsten können wir uns echt nicht beschweren über das Spiel heute.